Hallo und herzlich willkommen zu Quake 2. Wir machen weiter. Okay. Theoretisch könnte man hier auch runterfallen. Und dann ist hier unten so ein... Den hat man da schon kilometerweit gehört. Aber sieht so aus. Super Shotgun. Dass da noch Gegner rauskommen. Ah ja, wir haben den Schlüssel, den Pyramidenschlüssel, the Pyramid Key. Und das heißt, ja, wir laufen den Weg wieder zurück. Ja, wir müssen runter. Dann den Schlüssel in diesen Dings da. Und Sesam, öffne dich. Ich kann da noch einmal drin. Da bin ich doch aus Versehen auf G gekommen. Danke.
Yeah. Witzig ist, dass das nicht unendlich geht. Aber ich verstehe auch warum. Weil das würde möglicherweise... Das ist ja mehr oder weniger ein Endlos-Loop dann. Das könnte vielleicht ein bisschen dazu führen, dass die Grafikleistung nachlässt. Aber interessant, ist mir damals auch nicht aufgefallen, als ich das erste Mal gespielt habe. Hier auch. Das ist ja interessant. Ja, dann gut. Das war ja klar. Erstmal Tasten drücken. Oh. Ist hier eigentlich Tatsache, hier ist auch so ein bisschen abgeschnitten. Witzig. Na gut. Ich glaube, hier ist auch irgendein Bossfight, wenn ich mich nicht irren tue. Laser, glaube ich, ein bisschen problematisch. Jupp, erstmal den Kopf stoßen. Ja. Also ja. Das ist halt normale... Auch interessant, wie das gemacht wird, ne? Ah, da ist ja der Bosskampf. Easy, braucht man nicht mal Quad Damage. Perfekt. Ja, das sieht schon... Es sieht schon nett aus, ne? Ich kann es immer wieder nur so sagen. Es sieht schon nett aus. So, dann wollen wir mal hier runter. Erstmal schön die Haxen brechen. Speicher nicht vergessen. Und hier war doch irgendwie, muss man doch jetzt hier, glaube ich, was kaputt machen. Was war doch? Irgendwas war doch hier. Ach ja, hier rauf gehen, ne? Genau. Und Exitos. Perfekt! Damit haben wir das Sicherheitsnetz ausgeschaltet und können dann überall hinstolzieren, wo wir wollen. Natürlich nicht. Wir brauchen trotzdem Karten. Ja, das ist ein Oldschool-Shooter. Natürlich braucht man Karten, um irgendwo hinzukommen. Brauchen wir hier auch nochmal einen Quick Save.
übrigens nur, dass ihr Bescheid wisst, dass meine nicht meine Unfähigkeit, die Taste loszulassen, sondern die Gatling Gun, die zieht halt einfach noch ein bisschen nach. Das ist halt das Problem der Gatling Gun dann, sozusagen. Ich glaube, wir machen das mal anders. Wir machen auch ein Speichern vorher. Da wollen wir nirgendwo reinfallen. Wupp. Das hat gesessen. So. Die Fra... Das war knapp. Ich wäre beinahe runtergerauscht. Die Frage ist natürlich, springen wir oder springen wir nicht? Na komm, wir springen, ne? Die Frage ist, ob wir jetzt nochmal zurückgehen. Weil da ist ja schon das Exit. Bin so todesmutig reingesprungen. Ja, siehst du. Na dann. Flupp, dann gehen wir ins Exit rein. Verkehrte Richtung. Hui. Hop.
The Rocket Launcher. Wenn man jetzt noch schön liegen kann, ne? So, da ist ein Meat Grinder. Hörst du auf hier mit Granaten zu werfen? Wie sieht's hier aus? Wupp, wupp, wupp. Ich bin gerade am Überlegen, aber ich würde da jetzt nicht extra nochmal runterspringen. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Wir machen hier mal weiter. Weil den Raketenwerfer, den haben wir schon. Mega Health Pack sozusagen. So, hier können wir noch nicht durch.
alleine Fotze mit deinem Scheiß. Das war ein bisschen zu aggressiv gespielt. Machen wir mal einen Quick Save. Wenn das vielleicht jetzt noch nicht losgeht, aber. Das kriegen wir schon. Ihr sollt nicht auf mich schießen. Ich habe das schon 1000 Mal erzählt. Bridge Access denied. Ja, wir müssen, glaube ich, erstmal hier fertig werden. Hörst du auf? Können wir mal hier runterspringen und gucken, was passiert. Gut. Den Weg spare ich mir jetzt mal. So, wir müssen da lang. Kleine Fotze. Scheiße! Bin ich da an der Fick-Dings hängen geblieben? Willst du das doch gar nicht? Hör auf! Ventilation systems active, lower levels accessible. Das heißt, dass wir wieder irgendwelche Fliege-Viecher haben. Hier war das, oder? Ja. Okay. F6. Escape. Dann machen wir da Schluss für heute erstmal. Eieiei. Also wir haben jetzt, glaube ich, 3,5 Stunden auf dem Tacho. Ich kann mich besinnen, dass es um die 6 bis 7 Stunden waren. Also wir sind ungefähr bei der Hälfte, würde ich jetzt mal sagen. Ungefähr. Ah, nicht punktgenau, aber ungefähr. Das heißt, schauen wir mal,
was wir in den Minen so erleben. Das wird, glaube ich, noch ganz interessant, wenn ich mich da richtig erinnere. Es ist nämlich auch ein bisschen, ja, labyrinthmäßig halt aufgebaut, also noch mehr als üblich. Und da werden wir sicherlich auch nochmal hin und her rennen müssen, ein bisschen, um ein paar Karten von Punkt A zu Punkt B zu bringen. Aber, wie gesagt, nicht mehr heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn nicht, spielt es selber. Ansonsten, bis dahin, arrivederci und tschüss mit Ö. Danke fürs Zuschauen.